So, also wir beginnen mit den Vorbereitungen für den Hofbau. Was ich jetzt neu geholt habe, sind die Traktoren. Eins, zwei kommt da hinten und drei. Das werden wir aber und etliche Geräte habe ich jetzt noch geholt, die wir brauchen. Wir werden jetzt Milch verkaufen fahren, alles was wir da noch haben. Alles entleeren. Fällt das doch noch geldliche Gesichter? Oh, ich habe noch genug Geld liegen. Silage. Ja, ich habe noch, warte mal. 400.000 ungefähr liegen. Also über 300 Balken liegen jetzt verstreut. Paar liegen eh da am Hof. Die werden wir aber eben verkaufen. Wir werden den Wald abroden da hinten. Das ist jetzt einmal das nächste große Ziel, dass wir da schön bauen können. Stroh kriegst du jetzt halt leider kleine Ballen. Aber ich glaube, bei Stroh ist ja das wurscht. Stimmt, das andere Feld müssen wir dann auch noch kaufen. So. So. Wie legen wir los? Wir wiederholen noch die Ballen zuerst, aber wir fangen direkt an im Forst. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an. Boah, hier ein Traktor. Welche sind da jetzt noch frei? Alles kreuz und quer eingepackt. So, das heißt, wir werden dann auch noch eine Vorher- und Nachher-Besichtigung machen. Und den Hof jetzt kennt ihr eigentlich eh schon. Das kommt alles weg. So. Dalle. Was? Für was? 7.000, 8.000. Für die Gebäude. Ich habe immer so viel Geld habe.
So. Genau, dieser Wald muss komplett weg. Das ist einmal das große Ziel. So, das heißt, wir schneiden einmal die Bäume da ab. Dann werden wir da einfach durchfräsen. Also scheiße. Mit Kurs habe ich schon wieder Probleme. Ich will kurz schauen, gibt es eigentlich irgendwas, was da gleich alles häckseln wird? Aber nicht. Natürlich, die Zuschauer beim Fangen, wir kriegen dann eine extra Führung. Wenn alles fertig ist. Den alten Hof kennt ihr ja eh schon. Da hat sich eigentlich nichts geändert. So, oder ich. Vielleicht nur den oberen Teil einmal. Na, ich glaube, ich muss da alles wegnehmen. Finde ich echt fantastisch, Alter. Finde ich auch. Ja, wirklich, ich kann tun, was ich will. Er nimmt mir immer das eine Feld dazu. Und da ist natürlich was anderes anbaut. Erkennt Curseplay einfach nicht. Auch wenn ich das mit Feldposition mache. Oh, muss man das so machen? So, dann brauche ich den anderen Traktor da. Das ist jetzt teuer nur für das eine. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir haben jetzt eh ein bisschen Schulden. Dürfen es da jetzt nicht übertreiben.
Und der Schuldenberg steigt ja erst noch, wenn wir dann den Kredit aufnehmen. So, wo habe ich ihn denn? Wo habe ich den noch gar nicht geholt? Steht das noch beim Händler? Du mal zum Händler. So. Achso, den habe ich da jetzt. Na, dann fahren wir mit dem. Legen auch noch überall Ballen. Müssen wir auch irgendwann holen. Na gut, aber den Plan habe ich euch ja alle grob schon erzählt. Jetzt bin ich halt nur gespannt, ob wir das wirklich so umsetzen können. Ich hab's schon probiert. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Aber wir kriegen das schon hin. Ich hoffe, das Geld spielt mit. Ja, das liebe Geld. Wenn nicht, kann ich euch sagen, wenn es harte Abende. Ja, ein bisschen Grund haben wir auch noch zum Verkauf, notfalls. Ja, das steht noch da. Wissen wir jetzt, wo er ist, den brauchen wir aber. Also ich glaube, du hast recht, der Bagger, Alter, der fährt wirklich am Limit, Alter. Der Bagger, da kennt er nix. So, da muss sicher nichts mehr drehen in der Mühle. Gut, erste Folge nehme ich euch auf jeden Fall jetzt mit hier. Die Bäume werde ich dann nicht im Video dann wegnehmen, weil es wird sicher länger dauern. Wie gesagt, dieser Baum. Gruppe kommt komplett weg und die darauf kommt dann mal komplett weg. Dann schauen wir weiter. Ah, und die da, die Babbische kommen auch natürlich weg. Was gerade im Angebot ist. Was denn? Ein zum Wegtransportieren von Bäumen. Achso, den habe ich eh gesehen, ja. Aber das ist mir zu teuer für das Bittel. Habe ich eh nicht geladen. So, ja, das könnte unser neues Zugfeld der hier werden. Momentan. Der Johnny. Ich sehe schon, da wartet uns ein bisschen Arbeit jetzt, da den ganzen Wald da wegzukriegen, weil das ja eben so Scheißbäume auch noch sind. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wie gesagt, wir machen das jetzt nur die erste Folge, dann mache ich das nicht im Video, weil sonst haben wir 15 Videos, wo wir das machen. Ah, da ist schon voll.
Füße nicht aufgegangen. Genau, wir müssen die Ballen müssen wir dann noch hier wegbefördern. Die Futtermaschine müssen wir verkaufen. Was müssen wir denn jetzt noch alles machen? Die Ballen werden wir auch da drüben, da war am Feld lagern. Das ist halt alles dabei als Zwischenlösung gedacht, bevor wir uns da neu eingerichtet haben. Es wird jetzt halt ein bisschen dauern, bis wir wieder zur Feldarbeit kommen. Einen Helfer hast du. Wieso hilfst du mir? Hilfst du mir? Wieso, du hast doch gesagt, du hast einen Helfer, oder? Du bist schon überhaupt nicht mehr up to date, oder? Okay. Ich hab schon zwei. Na dann. Aber ich hab schon so viel zum Ernten, da komme ich nicht mehr nach mit einem. Bin ich mit zwei schon überfordert, also überfordert, was ich alles machen soll. Was ist denn hier der Holzverkauf? Ich muss sogar überlegen, ob ich mir eine LKW kaufen soll. Weil da könnte ich eben so einen Holztransporter auch drauf machen. Und dann Anhänger. Zu teuer wahrscheinlich, oder? Nein, ich war mir sehr unsicher. Weil ich weiß, ich kann jetzt die Größe noch nicht so einschätzen, weißt du, was brauche ich dann wirklich alles. Ich weiß, ich brauche dann auf jeden Fall noch einen zweiten Gruber und eine Sämaschine. Mhm. Die hole ich mir jetzt noch nicht, weil das rennt das unnötig. Aber ich wollte mal ungefähr schauen, wie viele Geräte sind das jetzt und so wie. Aber ich habe halt Angst, weil ich jetzt noch ein LKW kaufe. Jetzt habe ich drei Traktoren zusätzlich noch dazu. Achso. Ob sich dann zu viel wird. Und Traktoren brauche ich fürs Feld. Ja. Ob dann einer jetzt noch einen Anhänger eben zieht oder so, ist dann. Wo ist die Frage, ist halt, wie oft brauche ich den LKW dann wirklich? Ja. Schickst du mal der Ausfeld, mein LKW. Und wir machen das ganz anders. Das heißt, ich brauche den eigentlich gar nicht, aber den habe ich den gekauft? Gebrauch gekauft, glaube ich, ja. Habe ich den gebraucht? Forst oder habe ich den gemietet? Ich kenne mich schon bald nicht mehr aus. Gut, den können wir zurückgeben. Und das ist ganz anders. Ich probiere das jetzt. Genau, probier's mal. Scheiße, oder?
Das wird Baustelle da jetzt, oder? Aber jetzt hast du dann auch, jetzt kannst du dann alles ausbauen, was du willst. Okay. Wenn du Bäume entfernen willst. Oder ich miete mir das nur jetzt fürs Wegführen und dann. Und dann wäre der LKW natürlich wirklich besser. Wieso kann ich die Rechnung nicht löschen, Alter? Was? Wieso kann ich die Rechnung nicht löschen, Alter? Der Betrag zusammen. Erste und zweite Rechnung. Ja, so. Gut, also eines hat der Hammer jetzt schon fast.